ich bin 30-jährig und bettlägerig. Wenn mich die Leute fragen, wie sie das machen, weiss ich aber nicht recht, was sagen. Ausser, dass ich halt keine Wahl habe. Jeder Tag ist eigentlich eine riesige Herausforderung. Hat mehr Stunden, als dass man überhaupt wach sein kann. Und so, wenn man so stundenlang muss liegen und die ganzen Symptome ertragen. Wie fühlt sich, als wäre man von einem Lastwagen überfahren worden? Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Gewebschmerzen, alles tut weh. Es geht jeden Tag so weiter, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ist so ein unvorstellbares Leiden, das ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann. Au. Ein Albtraum für Betroffene, MECFS, myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom. Was ist das, Alite? Wie spät? Cassandra Helfer aus Thun. Vor 13 Jahren ist sie an MECFS erkrankt. Wie geht's heute? Es ist im Moment noch ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist einfach... Wenn ich aufwache, ist mir dann direkt schwindelig und schlecht und bekomme Herzrasen und alles. Und die ganzen Glieder sind so wie taub und so ein säckelhaftes Gefühl in den Muskeln, so eine Schwäche und so. Es ist einfach wie der Körper und alles noch nicht wach. Okay, dann lohne ich sie. MECFS ist eine chronische körperliche, eine neuroimmunologische Erkrankung. Die Batterien von Betroffenen wie der 29-jährigen Cassandra Helfer sind, bildlich gesprochen, nie mehr voll aufgeladen und entladen sich rasend schnell. Viele haben halt einfach das Gefühl, es hat einen psychischen Ursprung, das man eigentlich nicht will. Und eben... Das ist aber nicht so. Die frische Luft ging und dann wäre es wieder gut. Ja, nein. Das ist nicht so. Sie können weil, nicht. Ja. Weil, wenn ich könnte, dann wäre ich überall Berge. Aber ich bin einfach wie so, eigentlich wie im Körper gefangen. Aber so von der Psyche her, von dem her, wo ich will, wäre ganz etwas anderes. MECFS bricht oft nach einem Infekt aus, von dem sich die Betroffenen nie mehr erholen. Bei Cassandra Helfer war es das pfeifersche Drüsenfieber, an dem sie mit 16 erkrankte. Jetzt Licht im Bad lasse ich meistens gar nicht an, weil es erstens zu hell ist und zweitens geht nachher die Lüftung an, das man ja auch nicht. Verleiden darum. Aber jetzt ist es ja hell. Aber am Abend jetzt haben wir eben hier ein Lämpchen installiert. Das Zähneputzen war übrigens etwas vom Ersten, was mir aufgefallen ist, irgendwann sie muss Pause machen beim Zähneputzen. Und dass irgendwie die Kraft ausgeht zum Zähneputzen. Also dann muss irgendwann ist es mir gegen Elend geworden. Dann musste ich sitzen und irgendwann zeitweise sogar müssen liegen, für die Zähne zu putzen mit Pause. Also das ist irgendwie... Zu MECFS wurde bisher kaum geforscht. Vermutet wird, dass die Energiegewinnung in der Zelle beeinträchtigt ist. Im Blut oder mit bildgebenden Verfahren kann die Erkrankung nicht diagnostiziert werden. Hinzu kommt, viele Mediziner kennen die Krankheit nicht. Daraus resultieren jahrelange, kraftraubende Odysseen von Arzt zu Arzt. Nach 10 Jahren, wo es geheiss, vielleicht psychisch und alles, war es natürlich eine riesige Erleichterung, dass das endlich mal einen Namen hat. Und ich einfach auch mal weiss, mit was es zu tun hat.
irgendwie, weil man zweifelt auch an sich selber, oder? Das ist innerlich ein riesiger Prozess. Und ich bin auch mega dankbar für mein Umfeld, das mir auch den Rücken gestärkt hat. Weil ich natürlich auch gerne wieder an mir zweifelt und denkt, hey, ja, bilde mir das ein, das ist so diffus, oder? ME beeinträchtigt das zentrale und autonome Nervensystem, das Immunsystem und den Stoffwechsel. Hirnnebel, Muskelschwäche oder Magen-Darm-Beschwerden sind einige weitere der unzähligen Symptome. So wie der Kreislauf, der nicht mehr mitmacht. Nur wenige Kilometer von Cassandra Helfer entfernt, in Heimberg, lebt Dejan Lauber. Auch er ist an ME erkrankt. Ich kenne Dejan Lauber nur von seinen Sprachnachrichten und sehe ihn heute zum ersten Mal. Telefonieren oder Vorgespräche, zu kräfteraubend für ihn. Ja, guten Tag, Frau Annett. Am Freitag ist das gut, ja, dann machen wir es so. Dann, wenn ihr auf den zweiten Stock kommt, dann lasse ich euch die Tür, die ganze Tür bei mir, eine Spalt auf und könnt ihr hineinkommen. Und sobald die Begrüßung vorbei ist, und ich den Timer anlaufen, etwa 20 Minuten. Aus welchem Grund? Dass es nicht zu viel auf das Mal wird, ja, das kleine. Also, dass der Besuch nicht zu anstrengend wird, dass ja. Sie mich dann wieder können quasi rausspedieren können. Ja, genau, dass nicht zu viel auf dem Stück. Was würde passieren, wenn wir jetzt länger würden miteinander reden oder so? Ja, wenn es eine Überanstrengung gibt, würde ich dann mit einer verzögerten Verschlechterung von Symptomen müssen rechnen, wo meistens nach einem Tag darauf starten. Was sind denn so Ihre schlimmsten Symptome? Für mich ist es eine Schwäche, so eine körperliche Schwäche, die alles so ganz schwer macht und Schmerzen. Ja. Schmerzen? Wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Schmerzen? Wenn man es ein bisschen so versucht zu beschreiben, ist es so wie die Muskeln. Ja, das ist, als die Muskeln in Flammen wären. Selber laufen können Sie gar nicht mehr, oder wie ist das? Nein, es braucht so viel Anstrengung, dass ich aufrecht stehe oder das Laufen nicht kann verkraften kann. Und die Schwäche, das ist aber wahrscheinlich mehr als eine normale Müdigkeit, die wir gesunden so haben. Ja, das ist, es fühlt sich sehr anders an, als was ich früher unter Müdigkeit oder Schwäche verstanden habe. Es ist wirklich eine sehr tiefgreifende Schwäche. Also, es ist nicht, dass man sich irgendwie ein bisschen heranlegen kann und dann geht es besser. Sie haben da Mühe, Worte zu finden. Sehe ich das richtig? Ja, das ist schon. Das ist schon ein Teil, ja. Dass mein Hirn etwas langsamer funktioniert. Dejan Laubers gesamtes Leben spielt sich in den zwei Zimmern seiner Wohnung ab, die er seit 4 Jahren nicht mehr verlassen kann. Go and explore. Rausgehen und die Welt entdecken. Das ist, was ich früher viel gemacht habe. Das ist eine gute Erinnerung. Gereist. Erinnert mich immer daran, dass es draußen jeden Tag noch schön ist und neu wird sein. Jetzt ist Zeit zum Gehen wieder. Spedieren Sie mich raus. Ja, das wäre für mich gut. Gut, du. Bis zum nächsten Mal. Ade. Denn wenn ich nur noch ein paar Minuten länger bleiben würde, hätte Dejan Lauber keine Energie mehr zum Kauen seiner Mahlzeiten, für Toilettengänge oder Körperpflege. So wie Dejan Lauber und Cassandra Helfer geht es weltweit geschätzten 17 Millionen Menschen. Die internationale Bewegung Millions Missing kämpft für Anerkennung, medizinische und soziale Versorgung der Betroffenen sowie für ein Vorantreiben der ME-CFS-Forschung. He is 22, he is 6 and he is 12.
Hashtag Millions Missing. Wir vermissen das Leben an sich und können teilzunehmen. Und wir werden halt auch von unseren Angehörigen vermisst, weil wir eben viel nicht dabei sein können. Mega traurig zu sehen, wie viele Betroffene es gibt. Viele Junge und Kinder sind schon eigentlich ihr ganzes Leben verpassen. Und irgendwie ist es die Situation gängig noch gleich wie seit 1969, wo die Erkrankung ist klassifiziert worden bei der WHO. Und es dürften noch viele weitere Millionen hinzukommen. Experten vermuten nämlich, dass 1-2% aller Covid-19-Erkrankten an Long-Covid und später an ME leiden werden. Die Symptome der beiden Krankheiten gleichen sich aufs Haar. ME-CFS betrifft vor allem junge Menschen, häufig Frauen unter 40 Jahren. Ärzte und Sozialversicherungen nehmen ihr Leiden meist nicht ernst. Ihren Rollstuhl etwa musste sich Cassandra Helfer selbst finanzieren. Weil nicht geforscht wird, gibt es auch noch keine Therapie gegen ME. Der 29-jährigen Cassandra Helfer bringt Kraniosakraltherapie manchmal etwas Linderung. Schwerstbetroffene hingegen sind vollkommen bettlägerig, fristen ein Leben mit unerträglichen Schmerzen, oft in abgedunkelten und schallisolierten Räumen, ernährt mit Magensonden. Es ist einfach ein mega Sturm. Oh, kannst du das so? Merci vielmals. Hab's noch gut. Tschüss. Mein erster Besuch hat Dejan Lauber zu sehr angestrengt. Darum schickt er mir fortan Videobotschaften. Alle 3 Tage schafft er 10 Minuten. Als Mensch hat mich die Krankheit verändert. In dem Sinn, dass man einfach ganz stark muss merken muss, wo das Limiten sind. Und eigentlich viel, wo man gemeint hat, dass man weiß, man fast wieder von vorne aus anfangen. Dejan Lauber, gelernter Elektroniker, infizierte sich 2012 in einem Zivildiensteinsatz auf Madagaskar mit einem tropischen Erreger, wovon er sich nie mehr erholte. Dejan verschwand aus seinem aktiven Leben. Er war wirklich mit den Leuten unterwegs, hatte Freunde, hatte einen Partner, hatte einen Beruf, hatte BMA gefangen. Das ist eigentlich so, vom gesamten Drumherum her hat er ein gesundes, normales Leben geführt. Er hat Fallschirmsprünge gemacht, hat TÜV gefahren, hat geschienet, hat gereist. Er hatte Leben, er war sehr interessiert. Und im Kopf ist ihm ja das geblieben. Einfach der Körper, oder der Kopf halt auch, wenn er müde ist, macht jetzt nicht mit. Aber in seinem Wesen ist das immer noch. Auch Dejan Lauber reiste von Arzt zu Arzt mit einer immer schlimmer werdenden Muskelschwäche und Schmerzen. Bei den unzähligen Untersuchungen schwang stets der Verdacht mit, dass die Krankheit psychosomatisch oder nur eingebildet, Dejan psychisch krank sei. Wenn er einfach so in sich zusammengeht, das macht nicht jemand extra. Also ich weiß nicht, wie man das am Lauber darstellen will. Und vor allem, er macht sein Leben kaputt. Liebe, flotte Freundin, die würde er nie und nimmer schicken. Oder? Also das macht er nicht. Im besten Alter des Lebens, in voller Gesundheit, glückliche Beziehung, gute Familie, guten Beruf, Aussicht auf ein Studium. In diesem Moment am wenigsten. Jonas Zurbricken kennt Cassandra Helfer seit 6 Jahren und musste mit ansehen, wie seine Freundin immer schwächer und schwächer wurde. Egal, sauber. Sicher. Das Treffen ist das wohl unterwegs. Ja, ist gut. Lift, fahr kein Zeichen. Ein Lift, das wäre etwas, ja. Geht's dir? Sollen wir helfen? Ja, ich glaube, es wird morgen, bis ich hier oben ankomme.
Schluss. Ich kann nicht. Ah, sorry. Sorry. Willst du noch behalten? Nein, hast du noch mal den Ton. Ja, merci. So. Ich muss heute. Kannst du heute loslassen, bitte? So, neben noch so, jetzt viel mehr. Ab hier. Yes. Bis nachher. Grazie mille. Genau. Du willst mal zum Beispiel probieren, etwas zu stäubsigen oder etwas zu machen, dann sieht man, was für einen Drang oder einen Elan das drinnen steckt, wie motiviert das eigentlich innen drin wäre. Das ist einfach ein Kämpferinstinkt, den man extrem merkt. Dass es nicht einfach so aufgeht oder einfach jetzt das Leben vorbei ist, weil es die Situation ist. Es wird einfach das Beste daraus gemacht und vorzunehmen und geschaut. Und jeden Tag so genommen, wie er wieder kommt. Sorry, excuse. Ja. Mangiare. Wir haben einfach auch gerne und wir haben eine gute Basis für die Beziehung schon von Anfang an gehabt, würde ich sagen. Und, aber es ist natürlich nicht immer einfach. Es gibt natürlich auch Nerven durch Reibereien, wo es schwierig ist, wo ich eben nicht mehr verleide, wenn er noch mit mir redet und ich dann auch gereizt reagiere zum Beispiel. Und, sonst. Also, man will ja nicht, dass der Partner eingehen muss, hier helfen, dort helfen. So. Ich müsste ja für mich etwas kochen oder für mich waschen. Und jetzt wäschst du einfach für zwei oder kochen für zwei. Darum fällt es mir vielleicht nicht zu. Und für mich sind das Kleinigkeiten, wenn ich einmal das Streichen geben muss oder etwas. Aber sie sagt, das sei keine Kleinigkeit, darum weiss ich es nicht so recht. Aber für mich stimmt das so. Und du, was hast du gemacht? Hallo, Dejan. Hey, hey. Schau, da vorne ist das Fernsehen. So cool. Also, noch, wenn wir noch mal ganz anfangen? Hört sie mich? Ja. Willst du den Hund futtern? Im Schlafzimmer ist das Hundefutter, dann kannst du ihm das bringen. Das linke Röhrli. Macht das Spass? Das ist wie wenn der Dejan da wäre. Also wir schauen dem an, wir sehen eigentlich, was er denkt. Wir sehen, irgendwie spüren wir seine Emotionen, wie er dabei ist. Wir sehen, ob er sich freut, ob er Spass hat, ob er enttäuscht ist, ob es klingt oder nicht klingt. Das zeigt er relativ gut. Wir brauchen mehr Futter. Ich komme mir aber so vor, als wäre ich in einem Gefängnis hier in meiner Wohnung, wo ich eigentlich nicht verlassen kann. Und ich habe immer gerne Bilder gesehen und Videos, wenn mir Bekannte und Freunde haben Sachen geschickt haben. Das habe ich immer sehr gerne angeschaut. Und da ist mir der Gedanke gekommen, ja, was wäre denn, wenn ich einen Roboter bauen würde, wo ich in Echtzeit dabei sein könnte. Es hat mir schon sehr viel Freude gegeben, mit den Robotern am Leben teilzunehmen und mit Bekannten unterwegs zu sein. Das ist schon etwas, was mir sehr gefällt hat. Und ich war eigentlich sehr erstaunt, dass das dann auch wirklich das Gefühl gibt, für mich wieder teilzunehmen.
dann ist eine passive Rolle, wo man einfach so ein bisschen dabei sein kann. Ohne dass man direkt in den Mittelpunkt kommt und das Erwartungen entstehen. Man kann einfach ein bisschen da sein. Es ist jetzt der zweite Tag nach dem drei Tag. Gestern ist es noch einigermaßen gegangen. Aber heute kommt sozusagen die Quittung nachher. Alles tut weh. Gut, muss ich unbedingt hören. Eigentlich hätte ich erwartet, dass es heute besser ist. Jetzt war es noch viel schlimmer. Auch 2,5 Wochen nach meinem letzten Besuch mit der Kamera geht es Cassandra Helfer nicht gut. Symptomverschlimmerung nach Überanstrengung. Das eindeutigste Symptom von ME. Je mehr dass ich rede, desto mehr Herzrasen bekomme ich. Und desto mehr bekomme ich keine Luft. Und das, wenn ich dann so Herzrasen habe, geht die Batterie ziemlich schnell. Also jetzt in diesen paar Minuten, als ich hier bin, ist es gerade runtergegangen. Ja. Aber ich muss jetzt schnell schauen. Ja, 115 ist nicht mehr darum, jetzt den Beta-Blocker. Das könnte ich gleich heute machen. Jetzt bin ich richtig Herzrasen und fährt alles anfangen zu zittern und komme ich keine Luft mehr. Das ist einfach, weil es zu anstrengend ist, mir ein Interview zu geben. Ja. Jetzt muss ich auch noch meine Heizdecke anlassen. Das ist nämlich auch etwas. Die Temperaturregulation ist auch betroffen. Und dann fange ich dann an zu frieren und zu zittern. Auch noch. Ja. Es wird langsam ein bisschen besser. Aber der Puls ist jetzt noch. Ja. Aber wenn ich gerade anfange, dann geht er gerade auf wieder. Weil so viele Ärzte ME-CFS nicht kennen, werden Erkrankte oft auch falsch therapiert. Was bei Burnout und Depressionen heilt, ist für ME-Betroffene Gift. Körperliche Aktivierung. In der Schweiz gibt es leider noch ein paar Einrichtungen, die Aktivierungstherapien bei ME verschreiben. Und wenn man als Patient so eine Einrichtung gelangt, dann setzt man einfach in die Tinte. Sie sind wirklich gezwungen, zu laufen. Und haben ihn dann den Gang hin und her geschleift oder bis zum Bad und zurück. Und irgendwie haben sie nachher gerühmt am Schluss, dass er jetzt am Schluss mehr laufen mögen als am Anfang. Und für uns war das wirklich ganz leid, zuzuschauen. Und ich habe den Leuten in dieser Klinik geglaubt. Und sie haben mir Tag für Tag versprochen, dass ich gesünder werde. Und dass wenn der Aufenthalt abgeschlossen sei, dass ich dann wieder rumlaufen kann, frei und wandern und Sachen machen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Heimgegangen bin ich im Rollstuhl. Einmal pro Woche erledigt Peter Lauber den Einkauf für seinen Sohn Dejan. Immer am Mittwoch, immer zur gleichen Uhrzeit. Er hat einfach seine Pausen, wo er quasi genau weiss, dann komme ich. Und dann hat er so 10 Minuten, wo er mit mir auch Kraft hat, um mit mir zu reden und zusammen zu sein. Und wenn ich zu früh bin oder spät, dann kann ich es einfach rein tun. Und dann habe ich eine Woche nichts von ihm. Schaut mal, wenn er auch verschiedene Sachen hat, die ich noch nicht kenne, neue Produkte, die ich irgendwo überall suchen muss, dann weiss ich, dass es ihm gut geht. Dann hat er ein bisschen Kraft, er hat ein bisschen im Internet gegoogelt, was es gibt hier, hat das Sortiment studiert und bestellt andere Sachen. Und manchmal kommt einfach genau die gleiche Bestellung vor Wochen vorher, dann weiss ich, buh, der ist auf Null, der hat einfach nur Essen nötig und hat sich nicht damit beschäftigen, was er eigentlich würde reizen und gelusten. Ich finde es schön, aber das suche ich ein bisschen länger. Sauerteigbrot. Puh. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten rennen.
Und das ist das Erste, was ich mache, wenn ich mal wieder gesund bin oder besser zu wegen. Und ja. Der Kontakt zu anderen Leuten, das fehlt halt extrem. Und ja, und nachher weitere Pläne wäre halt schon, dass wir endlich heiraten könnten und Familie gründen. Ist das realistisch? So wie es im Moment ist, sicher nicht. Ja. Ja. Das ist ein bisschen mein Baby-Ersatz. Ich brauche auch viel Liebe und Zeit und Aufmerksamkeit. Schlimmer finde ich eigentlich so, ja, das, was mit einem alles passiert, was man sich alles muss anhören und sich dadurch kämpfen und so, wo ja, die ganze Demütigung eigentlich auch, bis das einem überhaupt jemand ernst nimmt. Dass es eben nicht nur so eine junge Frau ist, die halt ein bisschen nicht so am Leben gewachsen ist. Jetzt habe ich den Vater verloren. Jetzt ist das Hirn wieder müde. Hey Diane, hallo. Ich sehe dich noch nicht wirklich. Das Buch zurück. Ein paar Grissini. Und eine Suppe. Ich tue das mal daher. He? Wie geht es Ihnen heute? Ja, heute ist ganz okay. Eigentlich möchte ich gerne ganz leise machen. Die Sachen, dass es nicht Geräusche macht, dass es ihr nicht stört und Lärm gibt. Das ist für ihn halt auch eine Belastung. Und manchmal klopft es dann gleich, wenn man etwas auftut oder wegnimmt. Eigentlich pressiere ich auch schon ein bisschen, weil ich die Zeit halt lieber habe, wenn er noch mal redet, für mit ihm zu sein, als dass ich da lange für das brauche. Wer sehen Sie noch alles? Ja, in Person habe ich nicht so viel besucht. Das ist nur der Vater, die Mutter. Und die Pöstler und die Coiffeuse. Ich stelle mir es unendlich schwierig vor, das eigene Kind so in diesem Zustand zu sehen, oder? Ja. Wir können zuschauen, für uns ist das hart und schwierig. Aber leiden oder durchmachen muss er es. Ich habe manchmal gesagt, ich würde duschen. Oder teilen. Mhm. Halb, halb. Ja. Geht nicht. Ja, ja. Magst du nicht mehr? Ja, dann gehe ich. Gell? Ja. Hey, tschüss. Bis gleich schreibst du, sagst du. Mhm. Meistens muss ich es drin verklemmen, wenn ich halb rauskomme. Dann renne ich einfach bis heim. Es geht ihm so nach. Ja. Im Gegensatz zu Dejan Lauber bekam Cassandra Helfer von der IV keine Rente zugesprochen. Die Fachfrau Gesundheit arbeitete weiter in ihrem Beruf, bis es nicht mehr ging. Heute lebt Cassandra Helfer von der Sozialhilfe. Man schätzt, dass in der Schweiz zwischen 16.000 und 24.000 ME-Betroffene leben. Viele von ihnen ohne IV-Rente, in Armut wie Cassandra Helfer. Aber wir haben absolut vergleichbare Fälle, wo eine Rente bekommt, der andere nicht. Also man denkt auch würfeln, ob man die Rente nicht bekommt. Schwer krank sein, allein ist schlimm genug. Aber wenn dann noch Armut und Einsamkeit dazukommt, dann ist das noch mal um einiges schlimmer. Um Erkrankten rechtlichen Beistand zu leisten, stellen Jonas Sagelsdorf und Rechtsanwalt Thomas Huber eine Anlaufstelle für ME-Erkrankte auf die Beine. Gut, das ist prima. Die Gutachten verkennen, dass sich die Symptome von der Erkrankung nach körperlichen, geistigen oder emotionalen Anstrengungen
können verschlimmern. Das ist genau ein Teil des Krankheitsbildes. Und da liest man dann halt eben in diesen Gutachten, ist ja alles tiptop, und wir wissen gar nicht, was die Person hat. Und die Gutachter haben natürlich den Tag später nicht als Vergleichszeitpunkt. Die sehen nicht, wie es dieser Person nachher geht. Und um ein besseres Verständnis schlussendlich für die Krankheit publik zu machen, braucht es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Nur mit den Betroffenen, die Ärzte, die Sozialversicherung, also sprich die Invalidenversicherung und nötigenfalls halt auch die Juristen zusammenarbeiten, kann man diesem komplexen Krankheitsbild schlussendlich gerecht werden. Hallo. Guten Tag. Mein letzter Besuch bei Dejan Lauber. Er legt mir sein wichtigstes Anliegen ans Herz. Ja, dass es vorwärts geht in der Forschung und dass die Gesellschaft die Krankheit sieht und auch angeht. Mir geht es jetzt schon seit mehreren Tagen zunehmend schlechter. Es ist so schlimm geworden, dass ich eine Cortison-Infusion habe. Es fühlt sich schon ein bisschen älter an. Wie wenn man sterben. Cassandra Helfer geht es zusehends schlechter. Sie hat Lähmungserscheinungen, kann nicht mehr sprechen. Oft erholen sich die Betroffenen von solchen Zusammenbrüchen nicht mehr. Die Symptome verschlimmern sich irreversibel. Da ist dann schon so ein Angst im Hinterkopf. Wird es immer so bleiben? Also wird der Rest von meinem Leben so aussehen? So jeden Tag und immer wieder warten und hoffen, dass der Nächste besser ist und so. Ja, das ist... nicht schön. Zum geplanten letzten Dreh an Cassandras Lieblingsplatz erscheint ihr Freund Jonas allein. Cassandra fehlt einmal mehr. Wenn man jetzt so wie hier ist, wunderschön Ausblick und so, wollte man die Sachen teilen. Oder so, der fehlt sie hinten, weil du halt das Auge sieht oder so, und das fehlt hinten. Also fehlt mir jetzt zum Beispiel. Ja. Die Augenblicke, die man teilt miteinander. ME, myalgische Enzephalomyelitis. Die Krankheit verursacht unsägliches Leid. Und sie macht arm, einsam und lässt Menschen verschwinden.